Herzlich willkommen zu einem weiteren App-Test hier auf appsnews.de. Heute haben wir mal wieder eine App aus dem Bereich Produktivität und zwar reden wir von der App The Note. Die sehen wir hier unten, das weiße Icon, wir starten das einfach jetzt mal. Und zwar ist The Note ein kleiner, aber feiner und kostenloser Notiz- und Aufgabenverwalter. Hier können wir ganz einfach Notizen und Aufgaben erstellen. Wir sehen hier das Hauptmenü und wir sehen auch hier gleich die Navigationsliste. Hier können wir in den Bereich Notizen und Aufgaben reingehen und können ganz leicht eine Notiz erstellen. Wir tun das einfach mal, gehen jetzt hier rein. Alles schön erklärt, erste Notiz hinzufügen, neue Notiz. Nennen wir jetzt einfach mal Test, speichern das, vom 10. Juni ist okay. Nennen wir es jetzt mal Test, Notiz, speichern das. Sehen dann hier unten im unteren Bereich die einzelnen Icons, mit denen wir Fotos, Videos, Audiosequenzen auch hinzufügen können, die wir hier auch aufzeichnen können. Und auch Verlinkungen können wir ja auch hinzufügen zu den einzelnen Notizen oder Aufgaben, die wir erstellen. Hier oben haben wir noch die Möglichkeit, in dem Bereich die einzelnen Notizen zu editieren, das heißt, diese zu aktivieren oder zu deaktivieren, den Zeitraum festzulegen, die Priorität etc., ob ich erinnert werden möchte. Dann kann ich noch die Kategorie festlegen, kann das jetzt hier alles einstellen, so wie ich das gerne möchte. Kann ich einen Kontakt noch hinzufügen und auch einen Standort. Auch sehr, sehr schön gemacht. Ein Klick auf Fertig und schon ist die Notiz erstellt. Aufgaben läuft das Ganze ähnlich ab. Können wir eine Aufgabe erstellen und zwar unten rechts einfach auf das Schreibsymbol und dann läuft das genauso ab. Fertig und schwupps ist die Aufgabe drin. Im Hauptmenü zurückgekehrt sehen wir noch das Feld Kategorien. Das können wir jetzt hier noch anpassen, so wie wir das gerne möchten. Wir können zum Beispiel hier die Listen noch editieren. Wir können da einen anderen Titel vergeben etc. Schön sind hier die Icons, die dazu passen. Ebenso können wir hier die Kontakte auswählen oder auch hier neue Kontakte hinzufügen, wenn wir die jetzt nicht schon im Adressbuch gespeichert haben. Der Karte ebenfalls sehr, sehr nützlich, wenn man jetzt einen Ort einer Notiz hinzufügen möchte. Im Kategoriebereich mehr haben wir noch den Store. Da können wir mal kurz reinschauen. Da haben wir noch die Möglichkeit, per In-App-Kauf einzelne Funktionen und Features zu kaufen. Und zwar haben wir die Möglichkeit, die Werbung, die allerdings bei mir nicht immer erscheint, für 3,99 € zu deaktivieren. Und dann haben wir noch für jeweils 79 Cent die Möglichkeit, das E-Mail-Feature hinzuzufügen oder das Favoriten-Feature hinzuzufügen. Das heißt, man kann eine E-Mail verschicken und man kann auch Favoriten auswählen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Support zu fordern, die App weiterzuempfehlen oder auch noch zu bewerten. Ich denke, ihr habt jetzt einen guten Einblick bekommen zur App. Ich bin eigentlich relativ angetan, finde das sehr, sehr gut. Vor allem finde ich das Anlegen von Notizen sehr, sehr einfach und schnell. Das Beifügen von Medien, ebenso auch die integrierte Audioaufzeichnung, sodass man das dann praktisch auch als Diktiergerät verwenden kann, finde ich sehr, sehr schön. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein Passwortschutz. Das wäre wirklich noch zu überdenken und die Möglichkeit, mit dem Mac oder PC zu synken. Falls man jetzt mal eine längere Notiz schreiben möchte, das macht sich dann natürlich auf einer Tastatur viel, viel einfacher als auf der iPhone-Tastatur. Und man hat natürlich dann auch noch den Vorteil, dass man die Notiz weiterverwenden kann. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden, wenn man bedenkt, dass die App auch kostenlos ist. Ich verweise nochmal auf den Artikel auf appsnews.de zur App The Note und bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss!